ganz anderen Effekt, als wenn ich hier spazieren gehe. Hätte auch wieder einen ganz anderen muskulären Einsatz, was man jetzt mit EMG dann wieder wunderbar nachweisen könnte. Ja? Man müsste jetzt wieder auf die Minustaste drücken. Das ist lästig und dauert zu lange. Ich gehe auf Reverse. Habe ich bei vielen Schulungen nicht erzählt, weil ich es nicht wusste. Wenn ich auf Reverse gehe, hält das an. Jetzt steht da ein Minus. Das heißt, das Band würde jetzt rückwärts laufen. Will ich wieder vorwärts gehen, muss ich nochmal drauf drücken. Dann laufe ich wieder vorwärts. Ja? Wenn ich rückwärts gehen will, leuchtet das da auf und da steht ein Minuszeichen drin. So, und jetzt kann ich dann sagen, okay, ich gehe jetzt rückwärts. Langsam Geschwindigkeit anfangen. Am Anfang sollen die sich ruhig festhalten, damit sie sicher sind. Und dann sollen sie rückwärts gehen und auch hier die Geschwindigkeit anpassen. Deswegen, die Geschwindigkeitsvorgabe ist immer so eine Sache. Das muss ich anpassen, dass ich dann sehe, okay, jetzt kann ich das gut umsetzen. Ich kann das langsam nicht gut umsetzen. Ich muss es ein bisschen schneller machen. Also es ist immer eine individuelle Geschichte. Und schau dann, wir machen hier jetzt die Kniebeuge. Ja? Dann würde ich vielleicht das von vorne einstellen. Ich mache jetzt die Kniebeuge. Die Hände kann ich unter den Kopf nehmen oder wo auch immer. Ich kann die Füße stehen lassen. Da muss ich wieder abhängig machen von der Entlastung. Weil wenn ich schon wieder Entlastung habe, habe ich wieder zu wenig Kontakt zum Band. Muss ich individuell auch anpassen. Als Hilfsmittel zum Beispiel sagen, ich klebe hier einen Tapestreifen drauf, der durch von der Hüfte, Knie, Sprunggelenk geht. Und sag dann ihm als Hilfe, beweg dich jetzt auf diesen Tapestreifen drauf und runter. Ja? Kann man dann natürlich mit der anderen Seite gleich mitmachen. Wenn ich beide Seiten trainiere, hätte hier die Möglichkeit. Antizipieren und dann kommt die exzentrische konzentrische Phase im Wechsel. Ich versuche das dann fließend zu machen. Einbeinig. Mal auf die andere Seite wieder gehen. Ups. Das kann man schneller machen. Ich habe 5 Kilometer rückwärts, aber ich könnte das natürlich auch rückwärts versuchen. Deutlich anspruchsvoller. Hebeläufe davon machen. Oder das ist eigentlich alles weiter, als wenn ich nach vorne gebeugt gegen den Luftsack laufe, aber noch ein bisschen intensiver und aussehen, was ich mich natürlich gerne halten will. Auf ABC hier drauf trainieren. Ja. Oder kurze, schnelle Schritte des Joggings. So you can do cross diagonal movements, so if you want to engage the core. Also alle, ich kann ja jetzt alle möglichen Bewegungen ausführen, die ich halt möchte, in der Sicherheit der Umgebung. Sidestep. Jetzt merkt ihr schon, wie ich mit dem Oberkörper wackel. Obwohl ich dachte immer, ich bin gar nicht so schlecht. Ich krieg's kaum geregelt. Deswegen am Anfang sicherlich, wenn ihr es dann hier fixiert, dann in der langsamen Geschwindigkeit in die andere Richtung. Das Ganze versucht, richtig am Anfang. Merkt ihr, wie ich anfange zu wanken? Und wenn man es dann springen ist einfacher. Ja? Mit dem entfernten Bein das Band wieder wegschieben. Aber man kann jetzt, dann wird es, wenn ich tiefer gehe, dann wird es natürlich leichter, ja? Weil ich nicht mehr so weit rauskomme. Das heißt, ich kann auch durch die Höhe des Luftsacksbandes steuern. Oder ich gehe einfach weiter runter und mache es mit gebeugten Knien. Is that something people don't realize when they press start? The other thing though, if I want to practice.
practice those skills. Yeah. You want to be over here? Yeah. Over here. So that's a good one. Here you can also just work with them to start.